Hallo, ich bin die Julia vom Küchenhaus Fried. Heute geht es um das Thema Geschirrspüler und ich sage euch heute die fünf besten Tricks im Umgang mit eurem Geschirrspüler. So, unser Tipp 1. Oft bekommen wir Anrufe von Kunden, dass sich die ganze Gläser und das Geschirr weiße Ablagerung bildet. Und hier ist mal die Frage, um welche Ablagerung handelt es sich? Ist es Salz oder ist es Kalk? Wenn sich die weiße Ablagerung recht leicht mit dem Finger lösen lässt, dann ist es definitiv ein Problem vom Salz. Geht schwer zu lösen, wie hier jetzt zum Beispiel, es passiert gar nichts, Sie brauchen mal Zitronenreiniger, dann ist es ein Kalkproblem. Handelt es sich um Salz, muss man wissen, dass jede Spülmaschine Salz benötigt, um das Spülwasser zu entkalken. Daher ist es unbedingt wichtig, das Salz richtig zu verwenden. Also kein Speisesalz, kein feines Salz, sondern nur grobes Spülmaschinensalz, damit das Salz sich nicht verklumpt. Zudem könnte es sein, dass Reinigung in das Salzgefäß reinkommen ist, zum Beispiel, dass der Deckel nicht richtig zu war oder dass der Deckel kaputt wäre mit dem Salzgefäß. Das kann man dann mal überprüfen. Handelt es sich um Kalk, ist die Ursache auf jeden Fall zu hartes Wasser. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um sich mal über den Härtegrad des Wassers Gedanken zu machen. Eppingen hat einen Härtegrad von 19. Die Spülmaschine ist nicht mehr ausgerichtet auf einen Härtegrad von 15. Deswegen auf jeden Fall den Härtegrad hochstellen. Zudem empfehle ich euch jetzt nochmal zusätzliche Spülmaschinenpflege. Einfach mal durchlaufen lassen, um die Ablagerung eurer Spülmaschine zu entfernen. Tipp Nummer 2. Nicht vorspülen. Viele Menschen spülen vor und das sollte man auf gar keinen Fall machen. Man sollte die Speisereste entfernen und dann in die Geschirrspülmaschine stellen. Der Nachteil beim Vorspülen ist einfach der größte Nachteil, der Umweltgedanke. Zudem gibt es in jedem Spülmaschine so einen Sensor, der misst, wie der Schmutzgehalt des Geschirrs ist. Also hat man vorgespült, dann denkt der Geschirrspüler, das Geschirr ist sauber, obwohl eigentlich noch Kruste drin sind und es kommt dreckiges Geschirr raus. Großer zweiter Nachteil ist, dass die normalen Reinigungsmittel, dass sie den Glasspüler zerstören. Das heißt, der Glasspüler ist dafür da, dass das Geschirr, das Wasser abläuft wie ein Film und besser bei der Trocknung hilft. Und das Handspülmittel zerstört den Glasspüler. Und somit erreicht man, dass man dann Flecke auf dem Geschirr hat oder dass die Geschirre so schmierig sind. Tipp Nummer 3, Spülmaschine reinigen. Die Spülmaschinen sind hauptsächlich selbstreinigend. Trotzdem muss man ab und zu mal gucken, ob sich irgendwo ein Fremdkörper befindet. Ganz wichtig ist, dass man die Dichtungen regelmäßig mit einem feuchten Tuch abwischt und die Siebe regelmäßig reinigt. Man sieht ja, in den Sprüharmen hat es Löcher. Die Löcher kann man zusätzlich kontrollieren, ob sich da irgendwelche Verschmutzungen festgefangen haben. Danach einfach mit einem heißen Wasser ausspülen. In den Sieben befindet sich oft Schmutz, deswegen einfach mit heißem Wasser und nach der Spülbürste kann man die dann reinigen. Zusätzlich gibt es bei Miele die Möglichkeit, die Ablaufpumpe zu kontrollieren. Und das zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. Also man muss als erstes am besten den Netzstecker ziehen, damit kein Strom auf dem Gerät drauf ist. Und ganz wichtig ist, hier darf jetzt auf gar keinen Fall ein Schmutz drin sein. Also sobald hier ein Schmutzpartikel drin ist, ist die ganze Spülmaschine kaputt. Und das Ablaufventil, das lasse ich hier entfernen. Und nun kann man dem Rad drehen und schauen, ob sich da zum Beispiel ein Zitronenkern verheddert hat. Den kann man dann entfernen und somit spart man sich viel Zeit und Kosten beim Kundendienst, wenn man das selber entfernt. Tipp Nummer 4 ist, das richtige Reinigungsmittel zu verwenden. Es gibt die Möglichkeit, Tabs zu verwenden oder Glasspüler und Salz und Reiniger einzeln zu verwenden. Bei Tabs kostet ca. ein Spülgang 20 Cent mehr, wie wenn man es einzeln verwendet. Denn der Tab wird immer komplett verbraucht. Ganz egal, wie voll das die Spülmaschine ist oder wie dreckig das die Spülmaschine ist oder wie dein persönlicher Härtegrad deiner Spülmaschine ist. Deswegen unser Küchenhaus-Free-Tipp, grobes Salz, Glasspüler und Reiniger extra verwenden. Tipp Nummer 5. Auf gar keinen Fall darf Asche, Wachs, Sand, Schmierfette oder Farbe in die Geschirrspüler gelangen. Somit wird die Pumpe kaputt gehen und ist nicht mehr zu reparieren. Zudem noch ein Tipp. Einmal in der Woche 70 Grad oder mehr laufen zu lassen, damit sich auch die Rohre schön reinigen vom Fett und von der Schmutzablagerung. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit unserem Video. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Und was nützt uns tolle Geschirrspülmaschine ohne eine schöne Küche? Die bekommt ihr natürlich bei uns im Küchenhaus Fried. Kommt einfach vorbei, wir freuen uns auf euren Besuch.